Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. So, wir begeben uns direkt zum Bossfight mit Orochi. Dazu müssen wir einfach nur den Fahrstuhl nach oben nehmen. Denke ich mal. Hui, das war ein Stress. Ich wünschte, ich hätte Lord Orochis Thronsaal nicht gesehen. Jetzt sah es etwas an sich, das mir Angst macht. Tut mir leid, Kumpel, aber würde es dir etwas ausmachen, den Aufzug noch einmal zum Thronsaal zu bringen? Was? Bist du verrückt? Ach, komm schon, bitte, bitte. Ich meine, ich möchte auch einen Blick in den Thronsaal von Lord Orochi werfen. Bitte nur dieses eine Mal. Aber wir sind doch nur kleine Untergebene von Lord Orochi. Lord Orochi wird uns mit Sicherheit auffressen, wenn wir während seiner Mahlzeit reinplatzen. Willst du den Thronsaal wirklich so gerne sehen? Willst du wirklich gehen? Ja. Ich sehe, du wirst deine Meinung nicht ändern. Ich werde dich zum Thronsaal bringen, wenn du ihn so sehr sehen möchtest. Schließlich liebe ich diesen Aufzug zu bedienen. Er steht nur da und kurbelt. Beziehungsweise hält die Kurbel, dass du nicht abstürzt. Meine Güte. Du kannst den Thronsaal sehen, wenn du den Weg da hoch gehst. Aber wenn du dich erwischen lässt, dann wirst du mit Sicherheit gefressen zusammen mit der Vorspeise. Geh und wirf einen Blick in den Thronsaal und komm dann schnell wieder hergerannt. Was ist mit dir? Du siehst wieder aus wie ein Händler. Händlerteufel, was willst du denn hier? Hm? Ein neues Gesicht hier. Du musst ganz schön mutig sein, hierher zu kommen. Willst du Lord Orochi eine Umvergabe bringen? Davon habe ich einige. Ja, kaufen. Meerjungfrauenmünze, alles mögliche. Exorzismus L sogar schon. Ja, und heiliger Knochen M. Birk, diese Vorspeise stinkt. Lass das eklige Zeug hier. Dieser Orochi wird die arme Kushi noch auffressen, wenn wir uns nicht beeilen. Los, Weiler, lass uns diesen Riesenwurm finden. Ich will aber drauf rumhüpfen und drauf rumgraben. So, sehr viel Yen. Oh. Speichertor. Gehen wir mal etwas Vollgas hier die Rampe hoch. Das kann doch eine Weile dauern, so wie das aussieht. Oder auch nicht. Nein, doch, dauert noch eine Weile. Wir müssen nämlich nochmal eine Umrundung machen. Wieder eine Glocke? Ami, sieh mal hier drüben. Ja, da liegt Kushi rum. Hallo, Orochi. Hä? Oh, wilder Gott der Himmel. 100 Jahre sind vergangen, seitdem du mich hier eingesperrt hast. Wie kann es sein, dass du wieder herkommst, nachdem du gestorben bist und dich in Stein verwandelt hast? 100 Jahre in einer kalten, steinigen Gruft? Du stinkst nach Verwesung. Ich habe genug gehört, das reicht, Großer. Yay, Bossfight gegen Orochi.
Das hilft, glaube ich, nicht. Dieser Cheater hat ein Schutzschild. Was sollen wir jetzt tun? Irgendwelche klugen Ideen, Fake 9? Lauf, Kushi, lauf. Bleib sofort stehen, elender Lindwurm. Yes, super Susanoo. Was hat er sich da aufgezogen? Susanoo, du bist gekommen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Hab keine Angst, Susanoo ist hier. Orochi und ich haben eine Rechnung zu begleichen. Alter. Nagi, habe ich auf deine Ankunft gewartet, oh Nachfahre von Nagi. Nun werden wir uns diesem brennenden Verlangen hingeben, das uns beide verzehrt. Die Nachfahren von Nagi haben mich hier für 100 Jahre eingesperrt. Aber jetzt ist es diese verfluchte Blutlinie, welche meine wahre Macht entfesseln wird. Ein Pakt zwischen Nagis Nachfahren und mir, dem großen Orochi, soll mir finstere Kräfte geben, jenseits aller Vorstellungskraft. Lass uns diesen Blutpakt für alle Ewigkeit besiegeln. Aber was zur Hölle spricht dieser Lindwurm da? Ein Blutpakt mit Susanoo wird die wahre Macht von Orochi entfesseln? Oh, er, der Machtsuch, deine erste Chance ist vertan. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, unseren ewigen Bund zu besiegeln. Sprich die Worte, ich wünsche Finsternis über diese Welt. Oder über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und besiegle unseren Blutpakt. Auch du sollst finstere Kräfte jenseits aller Vorstellungskraft haben. Orochi führt Susanoo in Versuchung. Ich wette, dieser verschlagene Lindwurm war es, der dem Alten die Albträume beschert hat. Entspricht das Gebet, lass die Worte ganz tief in dir heraus. Wiederhole die Worte unseres Blutpaktes. Oh, ich werde gar nichts dergleichen tun. Ich bin ein Nachfahre von Nagi. Merke dir, ich bin Susanoo, der größte Krieger aller Zeiten. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt dieser hilflosen Frau antun willst. Deine Zeit ist vorbei, spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Das ist ein Holzschwert! Er kann damit durchhauen? Was? Derrische Bestie, hast du wirklich geglaubt, dass du mich täuschen könntest? Der einzige Pakt, der für mich wichtig ist, ist der meiner Blutlinie. Wenn es mein Schicksal ist, im Kampf gegen das Böse zu fallen, dann sei es so. Ich brauche keine Hilfe weder von Göttern noch Dämonen. Die heroische Blutlinie zu Nagi ist alles, was ich benötige, um dich zu besiegen. Glitzernder Goldsake? Ist das der Eight Purification Sake, Ami? Susanoo und Kushi haben ein Wunder vollbracht. Zeit, deine Magie einzusetzen, Ami. Du willst Feuer? Dein hässliches Gesicht macht uns keine Angst, du Riesenwurm. Schnell, Ami, der Sake. Gib den Egg Purification Sake in den offenen Mund von Orochi. Was machst du verdammt nochmal da? Gib dem... Ja, ist gut.
Au. Jetzt aber. Es klappt. Hey, hey, nimm das, Riesenwurm. Mach weiter so, Ami. Au. So, was machst du? Oh je. Yeah. Ja, so geht das. In den Mund rein, bitte. Der Kopf ist immer noch nicht betäubt. Wow. Ich weiß echt nicht, ob ich die Münder überhaupt gerade betäube oder nicht. Au. Okay, fangen wir noch mal bei beim Anfang an. Beim Feuerteufel. Das können wir leicht kontern. Oder auch nicht. Guck mal, der ist fertig. Aber jetzt nicht nachlassen. Macht die anderen Köpfe auch betrunken. So, der ist jetzt auch betrunken. Gut. Wow. Gut, der ist auch betrunken. Und jetzt? Muss ich die Glocke zerdeppern? So, Glocke ist hinüber. Oha. Nein, das war falsch. Knochen.
Der Wurm ist fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Sperre aufgelöst. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du Orochi mit deinen Waffen und deinem Pinsel den Rest geben. Ich sehe nichts mehr. Warum sehe ich nichts mehr? Da sauf. So, das war Nummer 1. Da sauf. So, Nummer 2. Jetzt bist du dran, sauf. Ich hasse es, wenn die Kamera irgendwelche komischen Sachen macht, die sie nicht machen darf. Edge. Und weg mit dir. Au. Ich glaube, da wurde ich gerade von meiner Göttlichkeit gerettet. So. Weißt du was? Du kriegst eine Bombe in your face. Viel mehr Schaden macht das übrigens auch nicht gerade. Wenigstens haben alle Köpfe dasselbe Angriffspattern, nur scheint es schwerer zu werden, weil mit jedem Kopf, den ich kaputt mache, scheint irgendeine andere böse Sache hinzuzukommen. Wie jetzt zum Beispiel die fallenden Dinger da. Ist ja jetzt nur noch einer. So. Oh, meine Göttlichkeit ist wieder grün. Ah. Sehr schön. Wahrscheinlich wieder ein sauschlechter Rang. Die Zeit ist gekommen. O geheiligter Mond, der Himmel, komm hervor und durchstoße die Finsternis. Ohne dem Untergang der Bestie durch mein treues Schwert Tohen Bokubai. Hat der Mond gesagt? Stimmt, die Legende besagt, der Mond schien, als Nagi Orochi erschlug. Ich hätte eine Sonne malen sollen und mal gucken, was passiert.
Es ist immer noch ein Holzschwert. Und jetzt blüht die Blume. Oh Gott. So, Sanus, die Klinge der Wahrheit. Das. Gute. Wird. Dem. Bösen. Okay, wir haben verkackt. Nochmal. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich werde dir zeigen, wie man richtig kämpft. Das. Gute. Wird. Dem. Bösen. Niemals. Unterliegen.